Hallo ihr Lieben, noch ein kleines Musikworkshop-Special ist das ja jetzt vielleicht. Aber die Kombinationen aus Altem und Neuem, die machen ja immer so unglaublich viel Spaß. Und es gibt zwei Stücke gibt es, die ihr beide kennt, weil sie sind beide unglaublich berühmt. Und eins ist eine Filmmusik von Ennio Morricone und das andere ist von Ludwig van Beethoven. Und beide hätten sich nicht träumen lassen, dass sie eigentlich gemeinsam ein und dasselbe Stück geschrieben haben. Horcht mal auf das hier. Moment, ich muss es erst an den Anfang bringen. So. Und ich spiele dann einfach den Beethoven rein. Ihr werdet jetzt was hören, was ihr kennt. Ist die berühmteste Filmmusik aller Zeiten. Da. Und ich spiele die Melodie gleich mal weiter. Kann man stundenlang so weitermachen. Warum wird das so dicht beieinander sein, diese Musiken? Weil es einen so extrem typischen Charakter hat, wenn man eine sogenannte, Achtung, kleine Sekunde, einen Tonschritt nach unten und wieder nach oben spielt, dass das sich sofort einprägt. Das ist eins der intensivsten Intervalle, die es überhaupt gibt. Zusammen tun sie weh, nacheinander sind sie einfach schön und haben was miteinander, was ganz warm ist, was ganz dicht. Das hat Beethoven gewusst. Wenn er hier dies da tut. Und das hat auch gewusst Ennio Morricone, als er mit seiner Mundharmonika das macht. Und dass sie nun beide auf dem E gestartet sind, auf demselben Ton, das ist garantiert Zufall. Da hat nicht der eine vom anderen abgeschrieben, aber es passt miteinander, als wäre es dasselbe Stück. Dieses Intervall, was nacheinander gespielt in verschiedenen harmonischen Konstellationen übrigens ganz spannende Verbindungen abgibt, wenn wir nämlich zum Beispiel einen Dreiklang machen, der ist C-Dur. Und wir haben jetzt hier dieses E. Wir gehen runter, diesen halben Ton, dann haben wir wieder C, aber Moll. Wenn wir wieder hochwandern, haben wir wieder Dur. Das heißt also, nur durch diesen kleinen Schritt hin und her bringen wir Dur und Moll direkt nebeneinander. Und wer das sehr eindrucksvoll eingesetzt hat, genau mit diesen beiden Tönen, auch S und E, das ist dieser Richard Strauss, von dem das letzte Mal die Rede war. Der hat diesen Zarathustra, heißt das Stück, also sprach Zarathustra geschrieben, in dieser Pauke, hier die Trompete. Und jetzt spielt das ganze Orchester Folgendes. Habt ihr das gehört? Genau dasselbe Motiv, was der da spielt, nach unten, bevor er seine Pauke spielen lässt, bevor er wieder seine Trompeten das machen lässt. Und jetzt erst macht er das, was Beethoven und Morricone gleich machen. Er wandert mit der Melodie den Schritt wieder nach oben. Das heißt also, wenn wir den Richard Strauss jetzt ein bisschen zusammenbappen, so, dann macht er einmal so und dann wieder so. Zusammen. Es ist auch das. Also, irgendwie eine Angelegenheit, mit der man wieder anfangen kann, selber rumzuspielen, wenn ihr Lust habt. Kann man ganze Stücke daraus basteln aus diesen zwei Tönen. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.